Unruhen in Paris. Die Regierung ruft den wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmezustand aus. Irgendwann musste es knallen. Wir befinden uns in einer gefährlichen Situation. Die gelben Westen formieren sich und protestieren gegen die hohe Steuerlast und für mehr Mitbestimmung. Alleine können wir nicht kämpfen. Deshalb müssen wir uns zusammentun. Wir können die Schlacht gewinnen. Eine Demonstration der gelben Westen in Südfrankreich. Friedlich und ohne Gewalt. In Volksfeststimmung. Sylvie Fernandez ist eine der Mitorganisatoren im Ort Foix. Jetzt drehen wir eine Runde. Mal schauen, wo wir landen. Macron, Rücktritt! Macron, Rücktritt! Wir schulden Monsieur Macron ein Dankeschön. Er hat unsere Brüderlichkeit geweckt. Steuergerechtigkeit ist eine der wichtigsten Forderungen der Gelbwesten. Wir wollen nicht 4.000 Euro pro Monat, aber ein Minimum. Wir gehen arbeiten nicht nur, um die Rechnungen zu bezahlen. Wir wollen leben. Sollen die mal zurückstecken? Wir stecken jeden Tag zurück, aber jetzt können wir nicht mehr. Auf den Plakaten fordern die Gelbwesten auch Volksabstimmungen. Am Rathaus angekommen, geht es Sylvie aber vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. Weshalb wir auf den Knien sind? Um unsere Kinder und Schüler zu verteidigen, die von den Einsatzkräften wie Banditen auf die Knie gezwungen wurden, weil sie demonstrierten. Demonstrieren ist ein Recht. Der Bürgermeister ist nicht gesprächsbereit. Sylvie ist alleinerziehende Mutter von drei Töchtern. Ihre Jüngste ist erst 5 Jahre alt. Der Luxus einer Tagesmutter ist bei Sylvies knappem Budget undenkbar. Sylvie will ihre Tochter vom Vater abholen und mit auf die Demonstration nehmen. Geht's dir gut? Ja. Willst du mitkommen? Ja, zu den Gelbwesten. Wir machen das nicht nur für uns. Es ist auch ihre Zukunft. Wenn es so weitergeht, schaffen sie es nicht. Es ist unmöglich, wenn der Staat so weitermacht. Deshalb kämpfen wir heute auch für die Kleinen. Am Ende des Monats habe ich nicht mehr genug Geld, um mir Essen oder den Kindern Kleidung zu kaufen. Wir können darauf verzichten, aber die Kinder brauchen Kleidung. In diesem Sinne werden wir arme Leute sein. Jacqueline Moreau ist Gelbweste der ersten Stunde. In einem Video hatte sie zunächst ihrer Wut über die geplante Dieselsteuererhöhung Luft gemacht und Präsident Macron attackiert. Wohin geht Frankreich, Monsieur Macron? Wohin? Sicher nicht dorthin, wo Sie gesagt haben, dass Sie uns hinführen. Ich habe enorm viel Unterstützung bekommen. Also habe ich mir gesagt, ich muss weitermachen, weil es den Leuten nicht gut geht. Ihr Video hat Jacqueline berühmt gemacht. Das hat seinen Preis.
Das habe ich heute Morgen bekommen. Noch ein Drohbrief. Das ist nur eine Fotokopie. Das Original liegt schon bei der Polizei. Hier steht, Gelbwesten gleich Zerstörer. Froh über den ganzen Unsinn? Eines Tages wirst du bezahlen müssen. Wir werden dich kalt machen, alte Schlampe. Aber egal, ich mache weiter, bis man mir zuhört. Jacqueline lebt in der Bretagne, mehr als 400 Kilometer von Paris entfernt. Sie gehört zur Mittelschicht. Anderen geht es deutlich schlechter als ihr. Jacqueline möchte, dass die Politik endlich allen zuhört. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Paris, weil wir um einen Termin mit dem Premierminister gebeten haben. Wir wollen ihm unsere Forderungen vorlegen. Das haben wir gestern ganz spontan entschieden. Wir haben keine Ahnung, ob wir wirklich empfangen werden vom Premierminister, aber wir werden es versuchen. Aufgrund der Drohungen will sich Jacqueline nicht mehr allein aus dem Haus bewegen. Ihr Lebensgefährte unterstützt sie. Als Fahrer und Bodyguard. Er möchte aus Sicherheitsgründen nicht gezeigt werden. Ja, aber ich kann nicht. Ich kann nicht, heute nicht. Es ist nicht machbar heute. Wir warten auf einen Termin mit dem Premierminister. Jacqueline ist ihr eigener Pressechef. Es ist kompliziert. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich bekomme so viele Nachrichten gleichzeitig. Portugal, BBC, gestern Washington. Es ist verrückt. Ich schaffe es nicht mehr, alles unter einen Hut zu bringen. Es ist zu viel. Dass so viele Journalisten mit uns, den Menschen an der Basis, sprechen wollen, das ist schon toll. Das ist sehr wichtig, damit die Leute ihre Meinung ändern über das Leben ganz unten. Paris, Ort der Eskalation der Gewalt während der Proteste der Gelbwesten. Diese Bilder gingen durch die Medien. Woher kommt die Gewaltbereitschaft? Fabienne Schisch ist seit vielen Jahren Journalistin. Sie hat sich auf Armut und soziale Ungleichheit spezialisiert. Die Ausschreitungen hat sie vor Ort selbst miterlebt. Ich habe Gelbwesten getroffen, Franzosen, die zum Demonstrieren gekommen sind. Ich war sehr berührt von einem Mann, der aus Verzweiflung randalieren wollte. Er wusste sich nicht mehr anders zu helfen. Mit mehreren Leuten haben wir versucht, ihn davon abzubringen und die Wut zu verstehen. Was dieser Mann ausdrückte, war eine tiefgreifende Hoffnungslosigkeit. Fabiennes Recherchen führen sie an Orte, wo Menschen auf vieles verzichten müssen. Die Champs-Élysées hingegen sind ein Symbol für den Wohlstand. Nicht zufällig sind hier die Demonstrationen der Gelbwesten eskaliert. Inzwischen schützen die Geschäfte ihre Fensterläden vor den kommenden Protesten. Fabienne ist mitten in ihren Recherchen zu den Gelbwesten. Überraschend ist die Bewegung für sie nicht. Die Problematik ist nicht erst im November 2018 aufgetaucht. Armut gab es schon immer in der Geschichte. Was ich aber seit etwa 10 Jahren beobachtet habe, ist eine Intensivierung der Armut. Die Entbehrungen werden immer mehr. Besonders bei Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Und ich habe festgestellt, dass inzwischen auch die Mittelschicht betroffen ist. Fabienne möchte ihre Recherchen in der Provinz fortsetzen.
Nach 5 Stunden Fahrt aus der Bretagne erreicht Jacqueline nun Paris. Jacqueline ist mittlerweile bekannt und begehrt als Sprecherin der Gelben Westen. Verschiedene Journalistenteams warten schon auf sie. Das Thema des Tages ist die Gewalt. Muss man so viel zerstören, um etwas zu erreichen? Man kann sich wirklich die Frage stellen. Ich bin skeptisch. Mit anderen Wortführern der Gelbwesten hat Jacqueline vor dem Gebäude der Nationalversammlung eine Pressekonferenz einberaumt. Sie will die Gewalt unbedingt stoppen. Ich möchte auch Korsika einbeziehen. Auch dort gibt es moderate Leute, wie in der Region Marseille, die auch eine Lösung des Konflikts ohne Gewalt will. Danke. So genau wurde den Gelbwesten nicht immer zugehört. Endlich ernst genommen zu werden, das ist doch ein Fortschritt. Vorher haben uns die Journalisten nicht ernst genommen. Inzwischen hören uns alle zu. Jetzt muss ich etwas essen. Wir sind seit 4 Uhr wach, wir fallen sonst alle um wie die Fliegen. Die Wirtschaft ankurbeln. Zurück im Süden Frankreichs, wo es weiter friedlich zugeht. Die Gelbwesten haben einen Trauermarsch angesetzt. Eine Demonstration ist dafür da, um zu sagen, dass wir unzufrieden sind. Also gehen wir auf die Straße und sagen, wir sind nicht zufrieden. Also demonstrieren wir. Und die Schweigeminute ist für die Leute, die wie wir gelbe Westen tragen, die gestorben sind, weil sie demonstriert haben. Also haben wir nichts mehr gesprochen, um zu zeigen, dass wir an sie denken. Verstehst du? Keine Musik, kein Tanz. Die Betroffenheit über die Opfer der Bewegung macht Sylvie nachdenklich. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass heute Morgen eine weitere Gelbweste von einem Fernfahrer überfahren wurde. Das macht mich noch wütender. Selbst jetzt hört uns Monsieur Macron nicht zu. Wir können so nicht weitermachen. Bei aller Wut und Trauer ist von Anspannung zwischen Polizei und Demonstranten in Foix wenig zu spüren. Ist gut, es reicht. Alles verläuft ruhig und respektvoll. Zur selben Zeit in Paris. Jacqueline wartet auf Antwort des Premierministers. Wird sie eine Audienz bekommen? Das muss aber auch zumutbar bleiben. Ich werde mir nicht ewig die Beine in den Bauch stehen. Die Hand ist ausgestreckt. Sie müssen sie nur greifen. Nach dem Mittagessen stehen weitere Interviews an. Die mediale Aufmerksamkeit soll Druck auf die Regierung ausüben. Heute muss es einfach klappen mit dem Termin. Das ist verrückt heute. Ich kann nicht mehr. Übers Telefon steht sie in ständigem Kontakt mit anderen Wortführern der Gelbwesten. David telefoniert mit dem Büro des Premierministers. Eventuell bekommen wir einen Termin. Man kann sich die Frage stellen, ob wir einen Termin mit dem Premierminister bekommen würden, wenn es die Gewalt nicht gegeben hätte. Man kann fast antworten, nein, ohne Gewalt würden wir nicht so weit kommen. Das ist doch traurig und fast indiskutabel, dass man Gewalt anwenden muss, um sich Gehör zu verschaffen.
Das Fass zum Überlaufen hatte eine Dieselsteuererhöhung von 6,5 Cent gebracht. Die hat die Regierung nach den Protesten annulliert. Für Jacqueline ist Tanken dennoch ein teurer Luxus. Selbstbedienung und Zahlen an der Kasse. Okay. €1,58. Ich tanke voll, egal. Das bedeutet, dass sich mein Geldbeutel leert. 76 Euro. Das zehrt an meinem Essensbudget. Gut, dann esse ich eben weniger. Jetzt geht alles durcheinander. Ich habe nicht einmal die Zeit, zum Friseur zu gehen. Und ich habe 5 Kilo abgenommen. Die Emotionen gehen hoch und runter. Wir fahren hin, dann doch nicht. Wir werden empfangen, wir werden nicht empfangen. Wir werden gehindert, bedroht. Ein Wechselbad der Gefühle. Im Radio wird über die Zukunft Macrons diskutiert. Einer der geladenen Experten ist Historiker und Politologe Marc Lazar. Er diskutiert über die Frage, woher kommt der Unmut der Bevölkerung? Die Abgabenlast in Frankreich ist enorm. Mehr als die Hälfte des Bruttoeinkommens landet durchschnittlich beim Staat. Der europäische Schnitt beträgt 39%. 37% der staatlichen Einnahmen stammen in Frankreich aus sozialen Abgaben. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 26%. Die Journalistin Fabienne Schisch ist auf dem Weg zum Büro von Marc Lazar an der Elitehochschule für Politikwissenschaft. Sie interessiert sich für seine Sicht auf die angespannte Beziehung zwischen den Gelbwesten und Präsident Macron. Wie bewertet Marc Lazar die Lage? Die Regierung hat nachgegeben. Das ist eine enorme Niederlage für Emmanuel Macron. Er hatte allen in Europa erklärt, dass er eine gewisse Anzahl an Reformen machen werde. Und sollte es Einsprüche geben, dann würde er sie dennoch durchziehen. Jetzt ist er zurückgerudert. Selbst das hat die Bewegung nicht zufriedengestellt. Dass er nach den Gewaltausschreitungen zurückgerudert ist, legitimiert auf eine Weise die Gewalt. Dies zeigt ein großes demokratisches Problem. Gerade an die Macht gekommen, hat Macron sich sehr dominant gegeben. In einem Interview hat er gesagt, die Franzosen haben in der französischen Revolution zwar den König geköpft, aber sie sehnen sich nach einem republikanischen Monarchen. Er hat schnell auf viele Menschen gewirkt, wie jemand, der ihrer Welt völlig fremd ist. Jemand, der all den Hass gegen die Elite auf sich vereint. Uhr. Jacqueline Moreau, die Sprecherin der Gelbwesten, ist jetzt seit 12 Stunden unterwegs. Wir gehen jetzt ganz dreist dahin. Mal sehen, ob sie uns reinlassen. Im Amtssitz des Premierministers findet bereits eine Krisensitzung statt. Jacqueline wird weiter vertröstet. Sie sagen, sie können uns im Moment nicht empfangen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir aus ganz Frankreich angereist sind und nicht die Absicht haben, morgen wiederzukommen. Es wäre doch ein Zeichen der Offenheit, uns zu empfangen. Wir werden sehen. Der Ball liegt bei ihnen. Wenn sie die Lage beruhigen wollen, sind sie dran. Das Warten geht weiter. Bis in die späten Abendstunden muss Jacqueline den Journalisten Rede und Antwort stehen. Inzwischen ist sie zu einem echten Medienprofi geworden. Sie versucht, allem gerecht zu werden, bis auch sie nicht mehr kann. Es ist der Druck. Wobei, es ist nicht mal der Druck. Ich weiß es nicht.
Es ist schwer. Manchmal hat man das Gefühl, ins Leere zu sprechen. Doch endlich ein Zeichen. Der Premierminister empfängt Jacqueline hinter verschlossenen Türen. Strenge Sicherheitsvorkehrungen. Draußen herrscht gespannte Stimmung. 1,5 Stunden vergehen. Die nationale und internationale Presse berichtet live. Nimmt die Regierung die Gelbwesten wirklich ernst? Mein Eindruck ist, dass wir es mit den Menschen zu tun hatten. Nicht mit dem Politiker, dem Premierminister. Wir hatten es mit den Menschen zu tun. Er hat zugehört, er hat verstanden. Konkrete Zusagen gab es nicht. Viele Gelbwesten werden enttäuscht sein. Jacqueline ist es nicht. Der heutige Tag hat bewiesen, dass der normale Bürger einen Termin beim Premierminister bekommen kann. Dank dieser Bewegung. Jetzt warten wir ab. Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben die Forderungen bis zum Premierminister gebracht. Das ist doch außergewöhnlich. Jetzt muss Monsieur Macron seinen Job machen. Spät in der Nacht geht es für Jacqueline Moreau zurück nach Hause. Mit der Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Im Südwesten Frankreichs, fernab von Paris, ist die Stimmung weiter friedlich. Dabei ist es gerade die Landbevölkerung, die sich abgehängt fühlt von der Pariser Elite. Die Journalistin Fabienne Chiche ist währenddessen von Paris nach Foix gefahren, um Sylvie zu treffen. Am Kreisverkehr, den die Gelbwesten dort das ganze Wochenende über besetzen, erkundigt sich Fabienne nach der aktuellen Lage. Wie geht's? Sie sind Fabienne, ich bin Journalistin. Ich beschäftige mich seit Jahren mit sozialer Ungleichheit. Wir sind jedes Wochenende da, von frühmorgens bis abends. Hier sprechen die Menschen inzwischen offen über ihre Geldsorgen. Sie wundern sich, wie wenig Geld ihnen am Jahresende übrig bleibt. Die Sozialabgaben belaufen sich auf 1.256 Euro. Das hier haben wir im September bekommen. Und jetzt müssen wir das die letzten 3 Monate des Jahres bezahlen. Das gab es vorher nicht. Wenn du von 1.400 Euro im Monat lebst und plötzlich sollst du 500 Euro aufbringen. Die Rentenabgaben waren Anfang 2018 gestiegen. Ein Beschluss der Regierung. Mit dem Geld nicht auszukommen, war Sylvie vor der Bewegung noch peinlich. Heute redet sie offen über ihren Verdienst. Sie verdienen 1.300. Genau, 1.385. 1.385. Und ich kriege Kindergeld. Dann kommen Sie insgesamt auf 1.780 ein mittleres Einkommen. Wie hoch sind Miete und Nebenkosten? Ich habe eine Miete von 695 Euro, eine Stromrechnung von 245 Euro pro Monat. Wenn Sie alle laufenden Kosten abziehen, wie viel bleibt Ihnen zum Leben? Nichts. Weil der Sprit hinzukommt? Ohne Auto können Sie in dieser Region nichts machen, richtig? Überhaupt nichts. Wir brauchen den Wagen. Wir leben in einer Kleinstadt. Wir haben keinen Schnellzug. Können Sie in den Urlaub fahren? Eigentlich nicht. Also nicht mehr. Heute kann ich es nicht mehr. Sylvie bringt Fabienne zu einem weiteren Kreisverkehr.
Auch viele Rentner gehören der Gelbwestenbewegung an. Die Solidarität kennt hier keine Altersgrenze. Die Menschen sind dankbar, dass ihnen endlich zugehört wird. Die Klagen über die Politik sind dieselben. Die sinkende Kaufkraft und ein volksferner Präsident. Plötzlich wird es hektisch. Die Aktivisten rennen auf die Schnellstraße neben dem Kreisel, damit die Kameras der Verkehrsüberwachung sie sehen und den Tunnel sperren. Wenn sie den Tunnel öffnen, fahren die Leute hier und nicht an unserem Kreisel vorbei. Wir sind hier, um gesehen zu werden. Deshalb muss der Tunnel geschlossen bleiben. Es hat geklappt. Der Tunnel ist blockiert. Die Autos fahren wieder am Kreisel vorbei. Ich sag den Leuten Danke, die für uns hupen. Jeder unterstützt uns auf seine Weise. Manche können vor Ort sein, andere nicht. Aber sie unterstützen uns. Die Solidarität ist das, was die Gelbwesten hier im Süden zusammenhält. Man hat lange die ärmsten Menschen stigmatisiert. In dieser Bewegung der Gelbwesten gibt es etwas noch nie zuvor Dagewesenes. Die Ärmsten und ein großer Teil der Mittelschicht schauen nach oben, zu den Privilegierten, zu den Machthabern. Sie fordern soziale Gerechtigkeit. Sylvie bringt Fabienne noch schnell zurück zum Bahnhof. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Währenddessen zurück in der Bretagne. Jacqueline auf dem Weg in eine kleine Bar im Ort. Sie macht sich Sorgen um die Zukunft der Bewegung. Wie kann es nur weitergehen? Auch in der Bar sind die Bilder der Straßenschlachten in Paris Gesprächsthema. Jacqueline möchte lieber eine Partei gründen, anstatt weiter mit den Gelbwesten zu demonstrieren. Das Schlimmste wäre, wenn die Bewegung weiterginge, weil sie immer brutaler wird. Oje, sie haben schon wieder Denkmäler beschmiert. Und das Beste wäre, wenn sich die Bewegung strukturieren würde. Das geht nicht anders. Ohne Struktur wird sie scheitern. Jacqueline will ihre eigene Partei gründen. Ohne politisches Etikett, aber mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung ihrer Forderungen. In Foix in Südfrankreich macht sich Sylvie auf den Heimweg zu ihren Kindern. Alleinerziehende haben das höchste Armutsrisiko in Frankreich. Ohne die Unterstützung ihrer beiden älteren Töchter wäre es undenkbar für Sylvie, den Gelbwesten so viel Zeit zu widmen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sich meine Kinder nicht so abschinden müssen wie wir gerade. Denn wenn sie es so schwer haben wie wir, dann stehen sie das niemals durch. Niemals. Trotz Arbeit und Demonstrationen versucht Sylvie zumindest das Ritual des Abendessens aufrechtzuerhalten. Viel Zeit bleibt nicht, um sich über den Tag auszutauschen, Probleme zu klären, gemeinsam zu lachen oder zu streiten. Es ist mutig von ihr, auch wenn die Gelbwesten manchmal nervig sind. Aber sie machen es ja auch für uns. Deshalb ermutigen wir sie, weiterzumachen. Aber wir sehen sie schon seltener als vorher. Wenn sie spät von der Arbeit kommt, sehen wir sie oft gar nicht. Jetzt mit den Gelbwesten noch weniger. Am Wochenende sehen wir sie auch nicht, also kaum noch. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Es stimmt, ich bin viel weg. Ich fahre früh morgens los und komme spät abends zurück. Ich habe keine Wahl. Aber es ist ein Kampf. Und einen Kampf kann man nicht aufgeben. Der Kampf der Gelbwesten geht weiter. Die Politik wird sie nicht mehr überhören können.